Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels. Ja, wir gucken mal auf die Map, bevor wir weitermachen. Die Frage ist, wollen wir das infernalische Eisen finden für unsere Freundin? Und wo, wenn ja, gehen wir darüber? Wir müssen dann da hoch. Aber ich habe auch gesehen, wir haben hier noch einen nicht gelootet. Oder vielleicht sogar zwei. Gucken wir mal. Das ist, glaube ich, was für ihn, oder? Kanahandschuh, jawohl, so ist es. Und hier. Nebenbei, der Grund, warum gestern am Freitag keine Folge erschienen ist, ist der, dass mir aufgefallen ist, dass ich bei der letzten Aufnahme dieser Folge schlicht mein Mikro nicht anhatte. Ich entschuldige mich dafür. Ja, hilft aber nichts. Ist halt, wie es ist. Ja. Eigentlich möchte ich dieses infernalische Eisen finden. Ja? Ich weiß aber, dass hier relativ starke Gegner sind. Und ich bin schon in der letzten Folge da nicht hingegangen, weil die wirklich mit 68, ihr seht die, ja, also es ist genau wie beim letzten Mal. Ich habe die natürlich auch im Vorfeld schon entdeckt. Man könnte jetzt eventuell, weil wir sie schon vorher sehen, vielleicht einen Angriff wagen. Ja. If everyone else minds their business, I'll be fine. Man könnte zum Beispiel mit dem Gale so einen Flammenschaden vielleicht ausrichten. Aber die Frage ist, bringt uns das dann am Ende des Tages etwas? Ja, seht ihr, die stehen so weit auseinander, dass ich sie leider nicht... Ich erwische nicht drei auf einen Schlag. Und die Biester, die sind echt, echt stark. Die haben ein paar coole Moves drauf. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es nicht mehr Sinn macht, vielleicht einen anderen Weg darüber zu suchen, auch wenn mir nicht ganz klar ist, ob es den gibt. Ob man hier hinten eventuell irgendwie rüberkommt. Ja, also ich würde das zuerst mal austesten. Nein, 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 nein. Halt. So. Nicht, dass ich noch meinen eigenen Mann umbringe. Let's get going. Okay. Wir nehmen das mal. Geht nicht zu weit dahin. Wir gehen mal da zurück. Gehen mal dahin. Wahre Seele Corellis. Open up. Let's have a look. Mhm. Standpackel. Was können wir denn damit machen? Okay. Kann er da vielleicht? Nein, nein, nicht du. Must have been a wizard at work. I know a continual flame spell when I see one. Ja. Hervorragend. I venture forth. Dann lasst uns mal lieber hier hingehen. Vielleicht kommen wir da irgendwie rüber, aber dem scheint nicht so zu sein. Oder? Naja, da kommen wir nicht rein. Wir können natürlich einmal zurücklaufen und versuchen dann hier irgendwie rüberzukommen. Vielleicht, wenn wir da drüben hingehen. Aber ich befürchte, wenn wir zu diesem infernalischen Eisen wollen, dann müssten wir wahrscheinlich wirklich erst die, Ich gehe mal ein bisschen was verkaufen, denke ich.
boost to that traitor. Sieht auch durchaus, ha? Lasst mal eure Waren sehen. Okay. Bronzehalskette. Wir haben gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Schwert der Schreie bringt 5 bis 15. Die können wir alle verkaufen hier. Ja. Na, Schaufel lassen wir mal. Das lassen wir auch mal. Schweinelende kann da oben rein. Ne, passt alles soweit. Einkaufen will ich nichts. Die Frage ist, ob man auf Entfernung wirken kann. Aber hier ist auch, hier kommt man nicht rüber. Sehr bedauerlich ist. Wir kommen hier einfach nicht rüber. Hier hinten waren wir theoretisch noch nicht. Wir können natürlich versuchen, hier zu den Mondtürmeln kommen, aber dann lassen wir halt hier was liegen. Aber wir kommen ja theoretisch auch wieder zurück. Vielleicht ist das trotzdem mal eine Alternative dann. Dann müssen wir doch wieder zurücklaufen. Sorry, Leute. Aber dann sei das so. Dann müssen wir wieder raus. Wir haben ja jetzt diesen Pixie-Sägen. Vielleicht... wir gucken einfach mal in unser Journal. Schutz vor... Das ist abgeschlossen. So, beende die Entführung. Abgeschlossen. Finde ein Heilmittel. Es ist klar, dass die Parasiten aus den Türmen des Mondaufgangs stammen. Diese zu infiltrieren und die Quelle des Bösen zu finden, ist, könnte unsere einzige Chance sein. Unser Heilmittel. Privatquest. Ah, okay. Schatten, verfluchte Lande. Rette Wulbrin. Rette die Tieflinge. Wir haben die Panne, die... Ne. Okay, ja. Nee, jetzt laufen wir zurück, oder? Nee, nee, das, wir waren schon richtig hier. Höhen raus in die Dunkelheit. Die Frage ist... Was ist hier? Geht's hier drüben weiter irgendwie? Irgendwie sehr verwirrend. Verwirrend. Hier geht's hoch. Dann kommen wir aber wieder hier raus. Okay. Schatten verfluchter, modernder Schlürfer. 156. Okay. Aber da wollen wir ja gar nicht hin, ne? Wir gehen mal hier weiter.
of the Earth have been shattered by the magic of the Shadow Curse. Utterly fascinating. Unless you happen to be standing on it, of course. Wir könnten hier rüberspringen, aber wer weiß, wo uns das wieder hinführt, das... Ist das hier? Ich glaube, da haben wir vorhin gekämpft. Na ja, dann gehen wir mal dahin. Gehen wir hier rum. Ja, vielleicht müssen wir uns dann doch an diese Gestalten daran wagen. Dann bin ich aber der Meinung, dass wir hier wirklich in Stellung gehen. Nicht, keep focused. Und uns so ein paar Ränke vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Haben wir denn da was im Petto? Können wir da irgendwas machen? Wir können immerhin noch ein paar Schutz vor Bösem. Wir müssen uns wappnen. Und zwar kriegst du Stab der Mondmaid, Kummer, schmerzhafter Peitschenhieb, ja, der kriegt das mal in die Hand gedrückt. Keeping my head down. Schwert der Schreie. Das ist schon das Beste, was wir führen können. So, und dann nehmen wir dich. Und du machst jetzt erstmal das auf ihn hier. Wollen wir da was tun? Bin mir nicht sicher. Wenn ich vielleicht lieber uns zurückziehen ein bisschen. Na komm. Ja. Leuchtfeuer in der Hoffnung. Deine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximal mögliche Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei Weisheit und Rettungswürfen im Vorteil. Wollen wir das jetzt schon wirken? Oder hauen wir dem hier noch eins drauf? Vielleicht gehst du erstmal dahin. Ja. So schnell wie möglich einen rausnehmen, das wäre jetzt so das Richtige. The last board is set.
Er kann immer noch gehen. Dann zieh dich so weit zurück, wie du kannst. Ja, die können nämlich ein paar Dirty Deeds tun. Dann nehme ich dieses Drosseln und das ist totaler Kack. Und da müssen wir schleunigst raus. Wappner Nahkampf. Wir probieren es einfach mal. Vier. Beenden den Zug. Wie immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jawohl. Ja, das war richtig wichtig. Das war richtig wichtig. Ja, die beamen sich dann auch noch so blöd weg, ne? Dadurch verringert das natürlich massiv unsere Chancen. Komm, hau ihn um. Das ist Karlach. Die wird jetzt erstmal... zerfleischenden Angriff machen. Und gleich nochmal einen hinterher. Jawohl. Und du pusht ihn natürlich auch weg. So. Let's finish this. Okay, einer minus. Gleich zu ihm zurück. Jawohl, das war auch wichtig. Best be on my way. Jetzt haben wir schon ein gut positives Verhältnis. Sind denn unsere nächsten Verbündeten? Hier ist kein Verbündeter, ne? Und hier drüben. Need to stay focused. Moving.
Zielpunkt nicht erreichbar. Bisschen wenigstens. Okay, das hat leider nicht so geklappt. Halt, halt, hier hin. Es reicht. Warte mal, Eis ist doch eigentlich ganz gut gewesen. Das war's dann wahrscheinlich mit ihm, ne? Komm. Tja, das ist wohl nichts. Halt und nochmal. Jawohl. Den haben wir auch. Die teleportieren sich ganz schön weiter umeinander, ne? Wahnsinn. Wo ist jetzt sie hier abgeblieben? Wow. Hier müssen wir hin. La, la, la. Okay, krass. What should I do? Need to act fast. Got to focus. Kommen wir halt nicht hin, ne? Können wir da irgendwas unternehmen? Das hat leider gar nichts gebracht. Scheiße. Kann man noch irgendwie springen? Das war nicht unwichtig. Okay. Hop, hop. Heading out. Habe ich jetzt den Zug beendet mit ihr? Ach so eine Scheiße. Gauner durch in mir, ne? Ja, ja. So, jetzt geht's dir dreckig. Versprochen. Close ranks. Ja.
9. Komm gleich nochmal hinterher. Ne? Fehlschlag. Komm, hau ihm aus dem Leben. Scheiße. Komm. So was Blödes, ey. Das war schon mal gar nicht so blöd, aber Karlach wird dir jetzt ein mal richtig vermamsen und damit haben wir es geschafft, Leute. Ich bin begeistert. Weil das waren wirklich ganz schön heftige Gegner, finde ich. Persönlich jedenfalls. Und jetzt müssen wir schleunigst schauen. Wo liegt er denn? Hier. So, ich denke, wir werden auch gleich mal eine kurze Rast einlegen. Vielleicht sogar noch eine. Und so ein bisschen wieder zu stärken. Und jetzt gehen wir mal zusammen hier runter. Und versuchen hier oben diese Töpfertruhe zu öffnen. Den Schlüssel haben wir ja. Ah, können wir mal gucken, ob wir da hochspringen können irgendwie. Nicht genügend Platz, okay. Kommen wir da irgendwie rauf? Wie ging das nochmal aufheben? So, vielleicht? Fallen lassen. Können wir da drauf springen? Geht das irgendwie? Erklettern. Genau. Und jetzt? Jetzt immer noch nicht. Aufheben. Kann man einlassen? Das hat leider nicht funktioniert. Werfen. Ah, okay, das hat schon mal gar nichts gebracht. Dann versuchen wir mal hier rauf zu klettern und vielleicht können wir jetzt darauf springen. Können wir das hier irgendwie erklettern? Vielleicht könnten wir ja... Kommt der dahin? Vielleicht jetzt hier drüber. Ah, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, dann werde ich das wohl jetzt erstmal sein lassen. Geht da mal runter. Nicht erreichbar. Da macht er gar nichts, ne? Und da kommt man nicht hoch, ne? Auf keinen Fall.
Ja, dann geht das nicht, Leute. Aber nichtsdestotrotz, dann können wir ja mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo rüberkommen. Wir speichern auch vorsichtshalber mal ab. Step carefully. There's a trap. Ja, komm. Aber natürlich easy peasy geschafft. Was haben wir denn da? Also ein Dolch. Protokollverhör der Hafner. Ihr Name? Dahltimber. Beruf? Bauer Kartoffeln. Was meint ihr mit Südmauer? Haltet mich nicht zum Namen, Timber. Die Südmauer vom Montafeln. Ich weiß es nicht. Das schwöre ich. Lügner. Okay. Das fleckiges Handtuch. Schwarzer Oleander. Ja, ich vermute mal, die haben ihm hier ganz schön zugesetzt. Vielleicht die Nägel rausgerissen mit dieser Zange. Komm, wir gucken da mal, ob da was drin ist. Nee, ist leer. Holzkoffer. Faulte Zitrone, nichts dergleichen. Okay. Ja gut, Leute, aber wie ihr seht, wir kommen langsam voran. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir da auch irgendwie rüber. Aber das ist dann tatsächlich was fürs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Euer Don Firenze.